Ich weiß ja nicht. Oder der Chef hat schon so viel Schnickschnack. Was ist, wenn der Chef sich irgendwie opfert in so einer Heldenaktion? Dann ist all der Schnickschnack weg. Also ja. Trantin, du kriegst einen Raketenwerfer. So. Eine von den Betäubungsgranaten noch zu Ovich. Gewehrmunition mal ordentlich verteilen. So. Pistolenmunition dahin. Ja, ist okay. So. Das Ganze war ja alles optional, ne? Ja, okay. Das heißt, es ist doch kein Weg zurück zu unserem Startgebiet, was ein wenig schade ist. Aber trotzdem schön, dass es überhaupt ging, hier was Neues freizuschalten. Und jetzt gehen wir zum Hotel. Jetzt sind wir auch einigermaßen vorbereitet. Allein schon der zweite Flammenwerfer ist super. Und die Betäubungspfeile. Und die Gewehrmunition. Und, noch mehr Betäubungspfeile. So, aufs Dach. Wir haben hier den Haupteingang. Ich weiß nicht, ob wir da reinkommen. Benutze Raketenwerfer. Sehr schön. Wer braucht Schlüssel? Ah, hier unten waren wir schon. Raus, da. Aber das fehlt mir bei sehr vielen Spielen. Bei sehr vielen Spielen läuft man mit einer super tollen Bewaffnung rum und was weiß ich und steht dann vor einer Tür und kriegt die Tür nicht auf, weil man den Schlüssel nicht hat. Warum tritt man die Tür nicht ein? Warum rammt man die Tür nicht ein? Warum schießt man nicht mit der Pistole aufs Schloss? Nein, man geht los und sucht einen verdammten Schlüssel. Hier nicht. Hier hört der Spaß auf. Hier schnappen wir unseren Raketenwerfer und schießen auf die Tür. Richtig so. Für die Spiellogik. Also, rein da. So, drei Betäuber, ein Einfrierer. Oh nein, ihr kommt mir nicht in die Quere. Wir sind schon zu weit gekommen, als dass ich diese Mission scheitern lasse. Wir müssen überleben. Überleben. Weil die Ansprüche an die Welt schrumpfen rapide, je länger wir uns hier aufhalten. Scheint, als klappern dir schon wieder die Zähne, Trantina. Was erwartet dich auf der anderen Seite, hä? Wie viele Sünden hast du auf dem Kerbholz, Trantina? Keiner von uns wird sterben, Ovich. Nicht heute. Also so gesehen sind schon ein paar von uns gestorben, oder? Der Mutant ist tot. Der komische Typ auf dem Dach ist tot. Der ganze Troop One ist inzwischen tot. Aber ja, okay. Nicht pingelig sein. Du kommst nicht weit genug runter, um beide zu flambieren. Das ist schade. Kommt der Chef irgendwo hin, wo er mehrere Ziele auf einmal treffen kann? Nö. Wollen wir mal das da ausprobieren. Das ist sehr verlockend, die drei da Nervigen auszuschalten. Aber ich denke, das sollten wir uns für den Endkampf auch bewahren, oder? Ja, ja. Also du. Oh, warte mal, du machst den Lockvogel. Gehst dahin. Gehst in Deckung. Du stellst dich hier hin. Schießt nach oben mit dem Gewehr. Schießt nach rechts mit dem Gewehr. So viel zu wenig Schaden. Und wartet, dass sie näher rankommen. Und wenn sie nah genug dran sind, dann kommen Flammenwerfer 1 für 1, 2 davon. Und Flammenwerfer 2 für 1, 2 davon. Und du frierst einen von denen da unten ein. Sobald sie nah genug dran sind. Geh mal dahin. Ich glaube, dann wirst du nicht erwischt. Du kannst von hier aus irgendwo hin. Du kannst Anna erschießen. Sehr gut. Oh, warte mal, du kannst von hier aus so machen. Ah, 4 Schaden. Okay, das war's, richtig? Ovich, du solltest dich so hinstellen, dass du nicht von dem wieder vereist werden kannst. Also so. Gift? Fragezeichen. Kommst du da? Nee. Ja, du wartest einfach. Schießt einmal drauf und nächste Runde flambierst du ihn. Oh, Runde wenden. Es dürfte nichts passieren, außer dass die Rothaarige gestampft wird. Neu. Jo. Trantin ist sicher.
Ja, wutentbrannt. Geh mit der Ruhe auf das Vieh los. Und ja, stellt euch näher beisammen. Das ist eine super Idee. Okay, okay. Alles nacheinander. Erstmal hast du nicht genug Lebenspunkte, um dich da mitten ins Kreuzfeuer zu stellen. Das ist doof. Das heißt, du stellst dich jetzt... Kommst du da ran zum Einfrieren? Nö. Das ist ebenfalls ärgerlich. Dann geh bitte näher ran. Und treff nichts. Okay, Granaten sind eigentlich für mehrere Ziele gedacht. Raketenwerfer auch. Kommen nicht auf falsche Ideen. So, du schießt jetzt einfach den da an. Für mal eben 5-mal so viel Schaden wie vorher, nur weil du 2 Felder näher rangegangen bist. Das ist ganz schön krass. So, und du stellst dich wutentbrannt hier hin, wodurch er wieder sicher sein müsste, und verteidigst dich. Okay. Jetzt stellst du dich da hin, napalmst die beiden da oben, weil du mit dem Flammenwerfer nicht rankommst. So. Sehr gut. Gehst danach wieder weg. Guckst nach oben. Du zündest den Typen rechts von dir an. Mit Glück. Für ordentlich Schaden. Und läufst dann auch weg. Erstmal dahin, guckst. Dann dahin. Dann dahin. Und jupp, erwischt dich nicht. So. Das ist dasselbe, was letzte Runde passiert, das wird diese Runde passieren. Die Rothaare kriegt einen auf den Deckel und das war's. So, ja. Und die Viecher da oben brennen jetzt ein bisschen, aber... Das ist ja... Oh, warte mal, ihr könnt beide erwischen. Nee, macht er aber nicht. Bam, bam. Oh, er erwischt doch beide. Bam, bam. So, und Trantin geht jetzt ran und friert das Viech ein. Genau, ihr zieht nach, das ist völlig okay. Du kommst immer noch nicht ran. Das ist doof. Und sie müsste sich diese Runde eigentlich heilen. Hast du was zum Heilen noch? Hast ein paar Pflaster. Okay, nimm die Pflaster und geh weg. So. Da. Nee, das will ich nicht. So, weg mit dir. Du. Warum kann das Eisstrahl den nicht schräg das machen? Geh mal dahin. Guck nach da. Schieß ihm in die Seite. Ja. Es lief nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. So, du hast noch 14 Leben, wirst also nächste Runde sterben. Das heißt, Ovic könnte schon mal in die ungefähre Richtung hier gehen. Da ist er auf jeden Fall sicher, nur für den Fall, dass er nur 10 Schaden nimmt. Du gehst nach da guckend. Und kannst keine 10 Meter weit werfen. Du gehst einfach nur rückwärts. So. Du schießt vielleicht noch mit dem Gewehr. Nö, auch das ist zu weit weg. Dann wartest du einfach. So, diesmal kriegt Trantin auf den Deckel. Der Reverend überlebt, das ist nicht gut. Müsste dann am Ende nächster Runde auf jeden Fall sterben. Oh, gehen beide auf ihn. Das könnte jetzt übel enden. Ich weiß nicht, wie viele Lebenspunkte er noch hatte. Gerade noch genug. Ja, noch mehr als genug. Okay, schieß zurück. Sie sich immer so verpieseln müssen. Die rücken nach. So, du.
Du könntest jetzt jemanden davon einfrieren. Oder Ovid zündet sie an. Ich bin momentan doch eher fürs Einfrieren. Mach mal so. Friere den ein. Und dann will ich gucken, ob dein Kumpel durch dich durchstampft. Oder nicht. Du verbrennst nächste Runde. Du stellst dich dahin und schießt dem in die Seite. Du stellst dich dahin, schießt dem da in die Seite. So. Ja. Das war jetzt mal wieder sehr klug. Jetzt werden sowohl Ovid als auch Anna von dem da gleich gestampft werden. Wobei, wenn er sich hier hinstellt und dann stampft, müsste er seinen Kumpel mittreffen. Und ich weiß nicht, ob die KI das erlaubt. Also müssen wir mal gucken. Was sieht es jetzt hier hinten aus? Die beiden brennen noch, aber nicht mehr lange. Und die werden nicht beide gleichzeitig hier durchpassen. Schießt einfach. Für viel zu wenig Schaden und gehst dann weg. So, und Benden. Der Eineiser ist tot. Die brennenden Viecher oben hören auf zu brennen gleich. Kriegen nochmal 10 Schaden. Und 5. So, was machst du jetzt? Oh, oder so. Stellst dich optimal hin. Und du blockierst deinem Kumpel den Weg, das ist auch sehr schön. So, du kriegst nicht so eine 5 Schaden. Das heißt, wir müssten jetzt einfach nur minimal Schaden an dir verursachen. Na, es war ein Scherz. Wenn ich sage minimal Schaden, meine ich genug, damit der nächste Runde mit dem Feuer zusammen stirbt. Ich meine nicht 1. Ah, Ovid, zünd ihn einfach an. Einfach anzünden. Jo, brennen. Du widmest dich den Drogen. Nee, nicht den Drogen. Den Drogen. So, du schießt dem in die Seite. Weil der muss auch bald sterben, der taut nächste Runde auf. Du hast schon, du hast schon, du hast schon, du hast schon, du hast schon. Okay, Runde beenden. Der Typ unten wird Feuer fangen, genau. Wird Ovid anhauen. Die beiden Viecher kommen näher. Und sie stehen immer noch falsch. So, wenn die noch ein bisschen dichter beieinander stehen könnten, können die beide gleichzeitig flambieren. Jetzt haben wir noch ein neues Problem. Also der da stirbt nächste Runde. Definitiv. Sein Flammenwerfer ist noch nicht wieder aktiv und sein Eisstrahler ist auch noch nicht wieder aktiv. Richtig, okay. Und sie hat nicht mehr besonders viele Lebenspunkte. Und keine Möglichkeit, sie zu heilen. Also flieht sie mal in die Richtung. Guckt nach unten. Verteidigt sich. Und du zündest, glaube ich, den da an. Von hier. So. Weg mit dir. Nächste Runde zündest du den, ne? Stellt sich schon mal hier hin. Und dann ein, zwei Runden später zündest du den da wieder an. Du. Was machst du? Du. Könntest ihm versuchen, Schaden zu machen von der Seite. Die Uzi macht fast keinen Schaden, aber er sollte den Skill hochbringen, das macht er jetzt auch. 21, ist nicht schlecht. Nicht gut, aber auch nicht schlecht. Und du dahin, der stirbt, wie gesagt. Das heißt, du kannst den da vorne axten. So. Beide haben genug zum Überleben. Sie nur knapp, wenn sie sich nicht verteidigen würde, aber sie verteidigt sich, also alles gut. Und er kann nicht getroffen werden. Okay, Zug beenden. Alles so weiter unter Kontrolle.